Heute geht es also um den Modus 2 des Timer Interrupts, um den sogenannten Auto Reload. Wie das funktioniert, gucken wir uns jetzt einmal an. Beim letzten Mal, in der letzten Folge, haben wir uns den Modus 1 angeguckt. Das war der 16-Bit-Timer. Und dort musste innerhalb der Interrupt-Service-Routine TH0 und TL0, also die beiden Zählerregister, mussten neu gesetzt werden, damit der Timer wieder bei den gewünschten Werten losläuft. Beim Auto-Reload, also beim Modus 2, haben wir einen 8-Bit-Auto-Reload-Zähler und dort wird nur das Register TL0 als Zähler verwendet. Das heißt, wir haben nur 8 Bit zur Verfügung, haben aber den Vorteil, dass wir dann das Register TH0 frei haben und das Register wird so genutzt, dass nach dem Überlauf, also dann, wenn die Interrupt-Service-Routine aufgerufen wird, TH0 automatisch nach TL0 kopiert wird. Das heißt, TL0 wird immer automatisch initialisiert. Das heißt, wir schreiben einmal einen Wert in TH0 und jedes Mal, wenn der Interrupt aufgerufen wird, wird dieser Wert automatisch wieder nach TL0 geschrieben. TL0 wird so lange inkrementiert, bis wieder der Überlauf kommt und dann wird TH0 wieder automatisch nach TL0 geschrieben. Okay, wie das genau funktioniert, das gucken wir uns jetzt mal im System an. So, dann haben wir unseren C-Code und zwar möchten wir hier für den Timer 0 den Timer als Auto-Reload-Timer programmieren und dazu muss ich zunächst einmal den Mode 2 einstellen. Das ist der Auto-Reload, das ist also T-Mod gleich 0x02 und dann kann ich meinen Wert in TH0 eintragen. Ich fange mal an mit 0xE0 und jetzt passiert Folgendes: immer dann, wenn der Timer 0 abläuft, also von 0xFF auf 0x00 springt und hier die Interrupt Service Routine aufruft, dann wird der Wert aus TH0 gelesen und ich schreibe das mal als Kommentar dahinter. Und wird dann in TL0 abgespeichert. Und es wird zum Zählen dann nur noch das Timer-Register TL0 verwendet. Das heißt, wenn ich hier zu einem Überlauf komme, also von 0xFF nach 0x00, wird die Interrupt-Service-Routine aufgerufen. Anschließend wird sofort wieder der Wert aus TH0 in TL0 geschrieben und der Zähler läuft entsprechend weiter. Das heißt, ich muss nicht jedes Mal in der Interrupt-Service-Routine das Register TL0 neu initialisieren. Okay, was jetzt noch fehlt, ist ein EAL, also Enable All Interrupts gleich 1. Wir möchten also die Interrupts enablen, dann entsprechend unseren speziellen Interrupt. Der Interrupt für den Timer 0 möchten wir auch enablen, der soll 1 auf 1 stehen. Und dann dürfen wir natürlich nicht vergessen, den Timer entsprechend zu starten. Timer Run 0 gleich 1. Okay, um das Ganze beobachten zu können, machen wir hier noch was in der Interrupt Service Routine. Wir können beispielsweise den Port 1 einfach inkrementieren. Und damit das nicht zu schnell geht, machen wir das nicht bei jedem Aufruf, sondern immer nur nach 100 aufrufen, beispielsweise, hoppla, int i gleich int i und hier inkrementieren wir i einmal und nur dann, wenn unser i unsere 100 erreicht hat, so, dann möchten wir den Port inkrementieren und müssen dann natürlich auch wieder i gleich 0 setzen. So wird also nicht bei jedem Timer-Überlauf, also bei jedem Aufruf der Interrupt-Service-Routine, der Port P1 inkrementiert, sondern eben bei jedem 100. Mal. Okay, ich kompiliere das Ganze mal, schicke das Ganze mal auf den Emulator. Okay, dann haben wir hier schon den Port P1, den wir beobachten wollen. Und ich starte das ganze Programm einmal.
und man sieht, wie der Zähler hier inkrementiert wird. Und man sieht oder kennt auch fast, dass er hier bei E0 beginnt. Das heißt, man sieht immer nur ein E oder ein F vorne und keine kleinen Zahlen. Ich ändere das mal und lasse den Timer mal früher laufen. Dann läuft er entsprechend langsamer. Ich gehe mal wieder zurück in den Source Code und schreibe jetzt mal statt E0 meinetwegen 2.0 dort rein. Das heißt, der Timer fängt dann von 2.0 an zu laufen. Das heißt, bei jedem Timer-Interrupt wird eine 2.0 hier reingeschrieben. Dann inkrementiert bis FF. Und insofern läuft der Timer länger. Ich kompiliere das Ganze noch einmal. Schiebe das Ganze mal wieder auf den Emulator. So, startet das ganze Programm. Und man sieht hier, dass er bei 2.0 anfängt zu zählen. Und wenn man das jetzt mit dem Oszilloskop einmal beobachten würde, dann würde man auch sehen, dass der hier erheblich langsamer läuft.